Mallorca. Das Urlaubsziel für fast 5 Millionen Deutsche jährlich. Seit Jahrzehnten ist die Insel beliebt bei Strandurlaubern und bei Individualisten. Bei Sportlern und bei Partygängern. Jetzt bleiben die Massen weg. Einsame Strände, leere Restaurants, geschlossene Geschäfte und jede Menge Arbeitslose. Die Insel hat ein neues Gesicht bekommen. Wir haben Mallorca nach dem Lockdown besucht, um zu erfahren, wie sich die Trauminsel verändert hat. Aber auch, wie sich die Insulaner ihr Mallorca der Zukunft vorstellen. Es ist der 1. Juli 2020. Von Düsseldorf kann man jetzt wieder regelmäßig nach Palma de Mallorca fliegen. Spanien hat seine Grenzen wieder geöffnet. Familie Schmidt ist froh, dass sie nun doch noch auf ihre Lieblingsinsel kommt. Ich freue mich und ich glaube, wir freuen uns alle, weil es wird der etwas andere und etwas entspanntere Mallorca-Sommerurlaub. Weil es keine Staus auf den Autobahnen gibt, weil die Strände teilweise aussehen wie an einsamen Karibikstränden. Und ja, es wird mal ein bisschen anders und sicherlich auch schön. 7 Maschinen fliegen an diesem 1. Juli von Düsseldorf nach Mallorca. Voll besetzt. Noch vor einem Jahr starteten und landeten an einem Samstag in der Ferienzeit rund 1000 Flieger in Palma. Heute sind es gerade mal 210. Dabei sind auch Touristen, die zum Feiern nach Mallorca kommen wollten. Eigentlich wollten wir Partyurlaub machen, aber jetzt machen wir eine gemütliche Zusammensein, ja, mit einer Inseltour noch. Ja, wir haben uns jetzt ein Auto gemietet, fahren jetzt von Tag zu Tag an einen anderen Strand. Weniger Alkohol, mehr Sonne. Es wird passen. Hat doch auch was, oder? Mal eine andere Male Urlaub als sonst. Die 6 Stuttgarter Jungs haben sich in einem Hotel an der Playa de Palma eingemietet. Die Schmidts kennen und lieben die Insel seit Jahren. Ich hoffe insgesamt, dass die Mallorquiner ihren Tourismus wiederbekommen und damit auch ihre Lebensgrundlage. Die Düsseldorfer Familie wird die kommenden Wochen abgeschieden auf ihrer Finca in Jukmajor verbringen. An der Playa de Palma ist vom berüchtigten Ballermann-Tourismus noch nichts zu spüren. Die großen Hotels sind dicht. Nur rund die Hälfte der Unterkünfte hier werden in diesem Jahr öffnen, so schätzt man. Das Rio Bravo war eins der ersten Hotels nach dem Lockdown, das für Touristen wieder aufgemacht hat. Hier setzt man auf strenge Hygieneregeln und Sicherheitsmaßnahmen. Wer das Hotel betritt, wird mit der Wärmebildkamera erfasst und gleichzeitig wird die Körpertemperatur gemessen. Alle Möbel werden ständig desinfiziert und jeder, der das Hotelrestaurant betritt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Vamos a ver, ¿qué tal? Muy bien, perfecto, adelante. Buenos días, señor. Buenos días. Un poquito más cerca, aquí. Muy bien, adelante, buen apetito. Unter diesen Voraussetzungen darf sogar ein reichhaltiges Buffet aufgebaut werden. In Deutschland müssen wir uns ja auch schützen, ne? Also es ist überhaupt nichts Schlimmes hier. Im Gegenteil, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, dass man hier zum Beispiel das Essen zugestellt bekommt. Aber man kann ja auch selber aussuchen, dadurch mit diesen Handschuhen. Ne? Also ich finde es wirklich nicht schlimm. Hotelmanagerin Chiska Sitja ist froh, dass jetzt 350 der sonst 800 Gäste wieder da sind. Hier darf nur jedes zweite Zimmer vermietet werden, damit überall der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Die Ungewissheit der letzten Monate hat ihr zu schaffen gemacht. Jetzt sind alle optimistisch, dass das Geschäft wieder anläuft. Bis jetzt, was wir gemerkt haben, ist viel Respekt. Das ist super, weil alle verstehen,
alle wissen das, alle Leute wissen, was ist passiert, weil das ist in ganz Europa passiert, in ganzer Welt. Und viel Respekt haben wir gemerkt. Ja, ist sehr gut. Ja. Hier im Hotel sind alle Angestellten inzwischen wieder an Bord. Auch Leonor Fernandez. Sie war fast 3 Monate arbeitslos. Ja, Unsicherheit natürlich. Alles war neu. Und man hatte große Angst, sich anzustecken. Natürlich auch wegen der Senioren hatten wir Befürchtungen. Auch wirtschaftlich war es für uns nicht leicht. Aber man muss sich eben anpassen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Über 74.000 Menschen auf den Balearen sind zurzeit arbeitslos. 90% mehr als zur gleichen Zeit im Jahr davor. Ein Anstieg wie sonst in keiner spanischen Region. Besonders hart trifft es Saisonkräfte wie Leonor Fernandez. Im Rio Bravo versucht man, die neue Normalität zu leben. Auch rings um das Hotel. Hier an der Playa de Palma, am Ballermann 6, an dem die Feiernden sonst in der Sonne braten, sind nur wenige Urlauber. Rückblick. Der Ballermann 2 Jahre zuvor. Damals waren die Hotels im Sommer zu rund 90% ausgelastet. Saufgelage und laute Musik waren per Gesetz auf Mallorca eigentlich bereits verboten. Doch das hat fast niemanden interessiert. Biel Barceló ist Mallorquiner und wohnt gleich hinter dem Strand. Er ist Handwerker, muss am Morgen früh raus. Der Lärm, der Müll, die Betrunkenen. Ihm reicht es schon seit langem. Immer wieder hat er sich beschwert, ohne Erfolg. Die Polizei ist nicht da. Sie ist schlicht nicht da. Einmal pro Woche, einmal im Monat machen sie einen Einsatz, damit es in der Zeitung steht, dass sie was dagegen machen. Ich bin hier geboren, habe über die Jahre gesehen, wie der Tourismus immer mehr gewachsen ist. Das ist zum Heulen. Es ist eine Schande. Deshalb haben wir uns jetzt organisiert. Versuchen, das zu machen, was die Verwaltung bislang nicht getan hat. Klar, die Einheimischen können sich darüber beschweren, aber die, wo daherkommen, der lebt auch davon, oder? Er lebt davon. Nein, er lebt nicht davon, aber beschwert sich trotzdem. Können Sie die Beschwerden verstehen so ein bisschen? Schon, aber dann ist die spanische Regierung darüber schuldig, dass sie sowas hier erlauben. Aber Mallorca ist ja, glaube ich, so ein Staat für sich, oder? Mallorca, ein Staat für sich? Man könnte es fast glauben. Damals sind wir Biel Barceló in die Schinkenstraße gefolgt. Sie ist nur wenige Meter hinter dem Strand. Die meisten Bars und Clubs hatten 7 Tage pro Woche fast rund um die Uhr geöffnet. Das Problem ist, dass sich die Partys in unser Wohnviertel ausbreiten. Wenn die Urlauber so richtig betrunken sind, dann gehen sie an den Strand. Sie schreien rum. Und das 24 Stunden lang. Wie soll man denn da schlafen? Biel Barceló, der hier kurz hinter der Partymeile in Arenal wohnte, hat schließlich aufgegeben. Er ist weggezogen ins Landesinnere, wohin sich kaum ein Tourist verirrt. Und die Schinkenstraße jetzt im Juli 2020? Bei so wenigen Touristen lohnt es sich noch nicht, wieder zu öffnen. Dabei warten die Ladenbesitzer sehnlichst darauf, dass es wieder losgeht. Seit 15 Jahren betreibt Javier Borfell ein Souvenirgeschäft an der Strandpromenade in Arenal. Halbe Saison nicht, mehr wie halbe Saison. Ist weg. Und was mache ich jetzt? Sind Sie frustriert? Aber ganz hundertprozentig. Frustriert. Ohne Ende, gucke, mein Geschäft ist ein kleines. Und was mache ich jetzt? Mieten bezahlen, Strom bezahlen.
Wasser zahlen, alles. Verstehen Sie mich? Es ist fast, wann das noch mehr ein Jahr und dann bankrott. Am Ballermann treffen wir die 6 Stuttgarter vom Flughafen wieder. Also habt ihr den Plan doch geändert? Ja, wir sind halt gestern hergekommen. Da war ziemlich tote Hose hier. Da haben wir entschlossen, dass wir ein bisschen die Party wieder ins Laufen bekommen. Und ich denke, es ist uns gut gelungen. Weil was sieht, da feiern die Leute, hinter uns feiern die Leute. Das ist halt Malle und das gehört dazu. Die meisten bedauern, dass fast alle Bars und Clubs noch geschlossen sind. Spaß haben sie trotzdem. Ja, wenn man eine gute Truppe ist, kann man sich auch zu 4, 5, 6, 7, 8 eine gute Stimmung machen. Der Abstand ist gewährleistet. Die Frauen sehen jetzt auch nicht krank aus. Also ich traue jetzt keiner hier Corona zu. Wir haben kein Corona, das weiß ich definitiv. Also wir machen uns echt keine Sorgen. Jeder muss auf den anderen achten und wir dürfen uns nicht gegenseitig anstecken. Deswegen, ich passe auf euch auf. Das ist okay. Ja, das muss auch sein. Also die Sicherheit geht schon vor. Wir wollen ja alle nach Hause gesund kommen. Wir lassen uns den Spaß trotz Corona nicht verderben. Wir machen das Beste draus. Das haben sich am 11. Juli auch hunderte andere Urlauber gesagt. Und die dann doch geöffneten Bars in der Schinken- und in der Bierstraße am Ballermann in Besitz genommen. Ohne Abstand und oft auch ohne Masken wird gefeiert. Hunderte Engländer in Magaluf, der Hochburg der Briten, machen es ebenso. Die Mallorquiner sind schockiert. Und der balearische Tourismusminister verkündet, wir wollen diese asozialen Touristen hier nicht haben. Er lässt alle Bars in Arenal und Magaluf wieder schließen und verordnet überall eine Maskenpflicht. Doch wie geht es weiter mit dem Tourismus auf Mallorca? Endlich keine überfüllten Strände mehr. Das genießen die wenigen Touristen, die da sind, und auch die Mallorquiner selbst. Endlich mal den Sommer für sich haben. Die Ruhe, die Natur und das türkisblaue Meer. Davon haben viele geträumt. Doch was ist der Preis für diesen Ausnahmezustand? Das soll uns jemand erklären, der sich auskennt. In dem kleinen Küstenort Porte Soyer, rund 30 Kilometer von der Hauptstadt Palma entfernt, lebt Ivan Moraimas. Er ist Professor für Geografie an der Universität in Palma und forscht seit Jahren zum Thema Tourismus. Er sucht nach Lösungen für Probleme, die der Massentourismus für Mallorca mit sich bringt. Und dann kam Corona. Die Pandemie war ein richtig gehender sozialer Schock für Mallorca. Nicht nur gesundheitlich war sie schlimm. Sie ist doch eine große gesellschaftliche Krise von bisher ungekanntem Ausmaß. Auf Mallorca haben wir so etwas in den letzten 60, 70 Jahren nicht erlebt. Ein echtes soziales Desaster also, das uns zwingt, unser bisheriges Handeln auf vielfältige Weise in Frage zu stellen. Das ist der Effekt der Pandemie. Wir stehen erst am Anfang. Die soziale Krise wird in Zukunft noch schlimmer werden. Das große Problem, sagt uns der Tourismusforscher, sei die Abhängigkeit von nur einer Branche. 3 von 4 Mallorquinern arbeiten im Tourismus. Viele sind ungelernt, fanden bisher im Service sofort einen Job als Saisonkraft. Und gerade die hat der Lockdown besonders getroffen. Der Tourismusminister schätzt, dass das Sozialprodukt auf den Balearen um 30% zurückgehen wird. Auch Khadija Selma ist seit März arbeitslos. Die 31-Jährige arbeitet seit Jahren im Sommer als Kellnerin am Flughafen. Mit 11 Jahren wurde sie von einer spanischen Familie aus einem Flüchtlingscamp in der Sahara geholt. Als Saisonkraft
bekommt Khadija jetzt keine Unterstützung. Nichts. Ich habe mich an die spanische Zentralregierung, die Balearenregierung, das Rathaus und an Sozialarbeiter gewandt. Aber weil ich keine Kinder habe und nicht über 45 bin, habe ich keine Ansprüche. Ärgern Sie sich darüber? Ja, ich bin verärgert und enttäuscht. Ich würde am liebsten wegziehen aus Spanien. Mir kommen die Tränen. Ich bin verärgert und enttäuscht und ich habe keine Hoffnung momentan. Ich habe meine Leistungen immer erbracht. Zuletzt habe ich dem Staat 1.500 Euro Steuern gezahlt. Und ich bekomme nichts dafür. Nur mein Partner und meine Familie unterstützen mich. Khadija verlässt nur noch selten die Wohnung. Nur ab und zu trifft sie sich mit ihrer deutschen Freundin Anna. Seit wieder Touristen auf die Insel kommen, hat Khadija Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Ihr Onkel ist an Corona gestorben. Er hat in einem Seniorenheim auf dem Festland gearbeitet. Und hier auf Mallorca in Spanien ist es so, dass wir natürlich alle persönlich viele Personen kennen, die daran erkrankt sind. Oder eine Person kennt, die eine Person kennt, die vielleicht daran erkrankt ist oder auch gestorben ist. Und deswegen ist das schon wirklich viel mehr in unseren Köpfen und viel präsenter. Und deswegen haben wir natürlich schon Angst vor dem Coronavirus hier, auf jeden Fall. In diesem Jahr, so schätzen die Hotelverbände, werden nur etwa ein Drittel der Hotels auf Mallorca wieder öffnen. Die meisten Angestellten bekommen ohnehin nur einen befristeten Arbeitsvertrag für den Sommer. Aber in diesem Jahr werden viele gar nicht mehr arbeiten. Diese drei Frauen engagieren sich in der Zimmermädchenorganisation Las Kellys. Sie kämpfen für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Silvia Contreras hat im Moment kein Einkommen. Im April ist die Sozialhilfe von 430 Euro ausgelaufen, die ich bekommen habe. Seit dem 4. Mai bin ich in Kurzarbeit. Habe aber von dem Geld bis jetzt noch nichts gesehen. Ich bin alleinstehend, bin geschieden. Und deswegen bin ich jetzt zu meinem Sohn gezogen. Ich habe vorher in einem kleinen Zimmer gewohnt, das ich gemietet hatte. Eine richtige Wohnung kann ich mir ohnehin nicht leisten. Dazu reicht mein Geld nicht. Jetzt lebe ich bei meinem Sohn. Er kommt für mich auf. Doch von den Problemen der Zimmermädchen wissen Touristen wenig. Die Trauminsel der Deutschen beeindruckt durch die Vielfältigkeit der Landschaft. 550 Kilometer lang ist die Küste. Und trotz der vielen Millionen Menschen, die jährlich die Insel besuchen, findet man sie. Einsame Buchten von seltener Schönheit. Wie die Cala Sanau oder die Cala Llombards im Südosten der Insel. Doch wenn der Tourismus wegbleibt, bricht die Wirtschaft zusammen. Auf den Balearen sind die Gehälter eher niedrig und die Lebenshaltungskosten hoch. Rund 200.000 Angestellte in der Tourismusbranche seien jetzt in Kurzarbeit oder arbeitslos, erzählt uns Ivan Moray Mas, der Tourismusforscher. Viele von ihnen können die Mieten nicht mehr zahlen und haben nicht mal mehr genug Geld fürs Essen. Vier Tafeln gibt es inzwischen auf der Insel. Eine davon ist die Hilfsorganisation Tardor. Jennifer aus Kolumbien lebt seit 3 Jahren auf Mallorca. Sie ist alleinerziehend und arbeitslos. Vorher habe ich alte Leute gepflegt, aber seit dem Coronavirus will niemand mehr Leute im Haus haben. Sie haben wohl Angst vor einer neuen Ansteckungswelle. In dem ehemaligen Ladenlokal im Zentrum Palmas stapeln sich jetzt Lebensmittel für Bedürftige. Sie kommen jeden Tag frisch von Lebensmittelketten, Gemüsebauern und von Privatpersonen. Ehrenamtliche Helfer teilen sie in Portionen ein. Vor der Corona-Krise kamen täglich 450 Menschen hierher. Jetzt sind es zwischen 1.500 und 2.000 jeden Tag. Und jeden Tag wird hier auch eine warme Mahlzeit gekocht. Toni Bausa hat die Tafel mitgegründet.
und weiß jetzt kaum noch, wie er den Andrang bewältigen soll. Es ist ein ständiger Kampf, denn die festen Lieferanten reichen schon längst nicht mehr aus. Deswegen müssen wir Einkaufswagen überall in Supermärkten aufstellen und die Kunden geben uns dann häufig etwas von ihrem Einkauf ab. Wir machen ständig Aufrufe in den sozialen Medien und dank der großen Solidarität all derjenigen Menschen, denen es in dieser Krise wirtschaftlich noch gut geht, können wir das hier, die Tafel, aufrechterhalten. Ohne diese Lebensmittel wüsste Jennifer nicht, wie sie und ihre Tochter in diesen Zeiten überleben sollten. Die letzten 3 Monatsmieten hat sie nicht zahlen können. Noch hat ihr Vermieter Verständnis. Solidarität in der Krise erleben viele hier gerade. Aber auch die Folgen des Übertourismus. Wir haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, sagt der Professor im Porte Soyer, Ivan Moraimas. A través del treball i la producció turística això no s'aconsegueix. Wenn im Tourismus nichts mehr geht und der keine Arbeitsplätze bietet, brauchen wir andere Ressourcen. Da gibt es eine Menge Alternativen, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, von dem die Leute leben können. Die Covid-Krise ist also eine Chance, auch eine Warnung und könnte uns als Probelauf für die Zukunft dienen. Die Krise als Chance. Vom Massentourismus weg hin zu mehr Qualität. Und zu einem sozial nachhaltigen Tourismus. Mitten im Tramuntana-Gebirge im Nordwesten der Insel liegt der kleine Ort Valdemossa. Normalerweise Touristenmagnet für all diejenigen, die an der Kultur des Landes interessiert sind. Im Juli 2020 ist er noch verwaist. Für die Restaurantbesitzer lohnt es sich nicht, wieder zu öffnen. So ungefähr müssen der Komponist Frédéric Chopin und seine Geliebte, die französische Schriftstellerin Georges Sand, den verträumten Charme des kleinen Bergdorfes vor 182 Jahren erlebt haben. Vor der Krise kamen jährlich rund 100.000 Besucher hierher. Viele sind Kreuzfahrttouristen, die mit Bussen den Berg hinaufgekommen sind, oder Kulturinteressierte auf den Spuren des Liebespaares. Auch wir haben Valdemossa vor 2 Jahren so erlebt. Und auch für die vielen Radfahrer, die auf dem Weg zum höchsten Berg der Insel sind, ist Valdemossa ein Muss. Auf dem Weg zurück in die Hauptstadt Palma waren die Straßen damals oft überfüllt. Staus auf der Stadtautobahn waren im Sommer normal. In der Hauptsaison besuchten täglich etliche tausend Touristen die Hauptstadt. Mit der maurischen Festung und der Kathedrale aus dem 14. Jahrhundert. Auch hier waren viele Tagestouristen unterwegs. Von den Kreuzfahrtschiffen, die für ein paar Stunden im Hafen anlegten. Sightseeing in Gruppen. Und damit niemand verloren geht, tragen die Urlauber Aufkleber mit Nummern. Good.
In den Sommern vor der Krise legten im Schnitt täglich 5 Kreuzfahrtschiffe hier an. Das größte der Welt, die Symphony of the Seas, kam einmal in der Woche und kann fast 7000 Passagiere beherbergen. Wenn die Passagiere sich auf den Weg in die Stadt machen, bis zu 20.000 am Tag, flüchten die Mallorquiner. Denn an solchen Tagen gibt es für sie kein Taxi. Und selbst jeder Linienbus ist überfüllt. Die Menschen, die in Palma leben, waren schon lange genervt von dem Ansturm der Urlauber. Eine von ihnen ist Margalida Ramis. Sie arbeitet für den mallorquinischen Umweltverband GOP und hat damals die Auswirkungen des Massentourismus untersucht. Palma hat 2 große Einrichtungen, zum einen den Flughafen und zum anderen den Hafen. Am Flughafen kommen im Jahr an die 15 Millionen Urlauber an, die sich auf der Insel verteilen, die aber auch die Stadt besuchen. Und im Hafen noch einmal 2,1 Millionen Kreuzfahrer. Das müsste einfach begrenzt werden, aus sozialen und aus Umweltgründen. Eine andere Tourismuspolitik wäre nötig, und zwar nicht für die Touristen, sondern für uns selbst. Heute sieht Palma anders aus. Seit März liegt kein Kreuzfahrtschiff mehr im Hafen. Und es wird voraussichtlich in diesem Jahr auch keins mehr anlegen. Die Stadt ist leer. Die Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale verwaist. Nur Simone Schilder hat sich auf ihrem alten Platz aufgebaut. Seit 12 Jahren lebt die Deutsche hier auf Mallorca. Und zwar von den Bildern, die sie im Sommer an die Touristen verkauft. So kann sie auch den Winter überleben. Doch das letzte Bild hat sie im Oktober 2019 verkauft. Es kommen auch verschiedene Aussteller, die sonst hier stehen, hier lang und sagen, hey, was machst du denn hier? Und dann sage ich, ja, ich kann nicht mehr zu Hause sitzen. Ich war jetzt ein halbes Jahr zu Hause und das reicht. Ne? Also ich muss wieder unter Leute, zumal ich zu Hause auch alleine bin und vereinsame sozusagen. Ich habe schon angefangen, mit mir selbst zu sprechen. Und jetzt habe ich wieder Kontakt und das freut mich unwahrscheinlich. Und vor allem auch die ersten Touristen zu sehen, das freut mich unglaublich. Aber es sind eben noch lange nicht genug. Die Urlauber kommen einfach nicht. Viele haben ihre Reise längst storniert. In der Corona-Krise bevorzugen die meisten Deutschen Ziele im eigenen Land. Die Engländer scheuen die Quarantäne, die nach der Rückkehr zu Hause auf sie wartet. Und auch die Maskenpflicht überall in der Öffentlichkeit schreckt viele ab. Wir treffen Margalida Ramis von der Umweltorganisation GOP wieder. Sie fühlt sich durch die Krise bestätigt. Jetzt erlebe man schmerzhaft, was passiere, wenn man sich von einer Branche abhängig mache. Wir sollten den Moment nutzen, um unsere Probleme zu lösen. Es wird auf Mallorca immer Tourismus geben, aber die politischen Entscheidungen und die öffentlichen Investitionen sollten dahin gehen, dass wir die Abhängigkeit einschränken. Wir müssen Alternativen suchen und andere Branchen stärken, die wirtschaftlichen Möglichkeiten ausweiten und Produkte und Dienstleistungen für den heimischen Markt entwickeln. Als wir die Insel vor 2 Jahren besuchten, waren viele Einheimische und auch die Umweltorganisation GOP der Meinung, dass Mallorca wegen der 14,5 Millionen Touristen jährlich kurz vor dem Kollaps stehe. Ein Beispiel: das verschmutzte Meerwasser vor Palma. Damals entdeckten wir nach einem Gewitter Abwasser, das ungeklärt ins Meer floss. Zufall? Oder war das etwa eine defekte Kanalisation, die bei Regen überlief? Wir wollten dem auf den Grund gehen und verabredeten uns am Strand in Richtung Playa de Palma mit Juan, einem Taucher und Umweltaktivisten, der hier lebt. Er kommt regelmäßig hierher,
dokumentiert mit seiner Kamera, was unter Wasser geschieht. Der Müll am Strand, so sagt er, sei noch das geringste Problem. Das ist von einem Handtuch. Plastikmüll am Meeresgrund. Und dann ein Abwasserrohr. Hier werden Fäkalien direkt ins Meer gepumpt. Verbunden seien die Rohre, so der Taucher, mit der Kläranlage von Palmer. Ungereinigtes Abwasser, Fäkalien, eingeleitet in eine Badebucht. Kann das wirklich sein? Wir hatten uns vor 2 Jahren mit dem Leiter der Kläranlage verabredet. Leider stimme das, bestätigte uns Victor Fernandez. Die Anlage sei in den 70er Jahren gebaut worden und besonders in der Hochsaison heillos überlastet. Also ganz ehrlich, ich bin etwas frustriert. Wenn eine Stadt wie Palma, eine touristische Stadt, eine Kläranlage hat, die 43 Jahre alt ist, dann ist das ganz und gar nicht normal. Wichtig wäre es, eine neue Kläranlage zu bauen. Eigentlich ein einfaches Projekt, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Abwasser und Fäkalien im Meer überdüngen das Wasser. Die Folge: schleimige Algen am Strand. Ein ganzes Ökosystem wird zerstört. Zwei Jahre später sehen wir uns die Kläranlage von Palma noch einmal an. Ein Interview will man uns diesmal nicht geben. Noch immer ist kein Neubau in Sicht. Klar ist, seit März hat die Anlage nicht mehr viel zu tun. Wenn die Touristen fehlen, gibt es auch weniger Abwasser, das ins Meer gelangt. Viele Mallorquiner beobachten, dass das Wasser sauberer geworden ist. Ist das tatsächlich so? Hat sich die Natur in so kurzer Zeit erholt? Das soll uns der Meeresbiologe Aniol Esteban erklären. Wir finden ihn am Strand Estrenk im Süden der Insel. Esteban ist Vorsitzender der Maries-Stiftung. Die setzt sich für die Erhaltung des Meeres rund um die Insel ein. Mit einem Freund und dessen Elektroboot ist er jetzt wieder häufig auf dem Wasser. Der Meeresbiologe weiß, dass es für das Meer und die Natur gut ist, wenn die Wirtschaft heruntergefahren wird. Wir haben sehr viele Delfine an der Küste gesehen, mehr als sonst. Im Winter kommen sie immer, aber dieses Frühjahr haben wir besonders viele gesehen. Das Wasser war auch sehr klar, auch da, wo normalerweise die Schiffsmotoren das Wasser aufwirbeln und trüben. Und dort, wo sonst kein Licht durchkommt, sind plötzlich Algen gewachsen. Und wir haben Vögel gesehen, die an der Küste da gebrütet haben, wo sich sonst eben Menschen aufhalten. Aniol Esteban untersucht regelmäßig die Seegraswiesen. Sie sind wichtig für das Ökosystem und sterben ab, wenn schlecht geklärtes Abwasser ins Meer fließt. Hier im Süden am längsten Naturstrand Mallorcas ist das Meer klar und sauber. Und dem Seegras geht es gut. Die Krise zeigt uns, dass wir vielleicht nicht radikal umdenken müssen. Die Infrastruktur steht nun mal. Hier wird es immer Tourismus geben. Und er wird zur Zukunft der Balearen gehören.
Aber wir können wichtige Korrekturen vornehmen, die Zahl der Touristen reduzieren und den Typ der Touristen, die auf die Insel kommen, ändern. Also weniger und andere Touristen. Keine Sauftouristen mehr, sondern Natur-, Kultur- und Sporttouristen. Andere Touristen, die wünscht sich auch der Bürgermeister von Palma, José Ila. Er hat nicht nur die Touristen im Blick, sondern auch die Bewohner der Insel. Es ist alles eine Frage des Gleichgewichts. Es muss den Menschen, die hier leben, gut gehen. Sie müssen sich wohlfühlen und gut mit und auch vom Tourismus leben können. Dieses Gleichgewicht müssen wir finden zwischen der wirtschaftlichen Aktivität und dem Leben der Bewohner. Unsere Industrie ist der Tourismus und wir müssen das in Einklang bringen. Wir sind auf dem richtigen Weg. José Ila will auch ein anderes Problem angehen. Das der Wohnungsnot auf der Insel und vor allem in der Hauptstadt Palma. Seit Jahren wird es für die Bewohner immer schwerer, hier eine bezahlbare Wohnung zu finden. Bei unserem letzten Besuch 2018 beklagte Juan Forteza, der Vorsitzende einer Anwohnerinitiative, dass viele Wohnungen in Touristenunterkünfte umgewandelt würden. Dieses Haus wird nicht mehr von Leuten aus Palma bewohnt. Sie haben es in ein Hotel umgewandelt. Die Menschen, die hier gewohnt haben, mussten Palma verlassen. Sie hatten keine Wohnung gefunden, die sie bezahlen konnten. Wohnungen in Touristenunterkünfte umzuwandeln, ist inzwischen verboten. Doch jetzt sind viele arbeitslos und können deshalb ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Wir fahren nach Marachi, an den Stadtrand von Palma, und treffen das Zimmermädchen Silvia Contreras von den Kellys wieder. In ihrer neuen Unterkunft bei der Familie ihres Sohnes. Sie hatte uns erzählt, dass ihr Sohn sie bei sich aufgenommen hat, weil sie sich keine eigene Wohnung mehr leisten konnte. Mein Gehalt, das sind 1400 Euro, Grundgehalt. Wenn du davon 900 bis 1000 Euro Miete bezahlst, dann bleiben dir 400 für Strom, Wasser, Essen, Transport, Benzin. Das ist unmöglich. Die Mieten sind einfach sehr hoch, nicht nur in Palma, auch in den Dörfern. Silvia hat in einem Hotel gearbeitet, das hauptsächlich von Engländern gebucht wurde. Die bleiben jetzt weg. Und die Hoffnung, dass sie in diesem Jahr noch Arbeit findet, schwindet gerade. Manchmal geht es mir richtig schlecht. Dann bin ich richtig niedergeschlagen und ich frage mich, wie soll das nur weitergehen? Was sollen wir nur tun? Wir haben nicht mal Geld zum Essen. Viele Zimmermädchen bekommen dann nichts mehr, keine Unterstützung. Das ist eine sehr traurige Situation. Wir treffen uns noch einmal mit Juan Forteza, der die Wohnungspolitik damals scharf kritisierte. Hat sich in Palma etwas verbessert, seit die mallorquinische Regierung dort die Vermietung von Wohnungen an Touristen verboten hat? Mehr als 70% der Vermietungen an Touristen sind verschwunden. Aber es gibt in Palma noch etwa 300 Wohnungen, die an Urlauber vermietet werden, obwohl das total verboten ist. Es ist eben immer noch sehr lukrativ, Wohnungen an Touristen zu vermieten. Eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern kann man locker für 2000 Euro pro Woche vermieten.
Bürgermeister José Ila hofft, auch diese letzten, jetzt illegalen Touristenvermietungen noch in den Griff zu bekommen. Insgesamt aber, sagt er, seien die Mietpreise im vergangenen Jahr sogar um 5% gesunken. Das Ziel der Stadt ist, dass der Wohnungsmarkt nicht vom Tourismus abhängt. Und deswegen haben wir damals die Ferienvermietung von Wohnungen verboten. Und dann brauchen wir Sozialwohnungen. Es gibt sehr wenige, nur 1% aller Wohnungen. Und für die private Bauwirtschaft muss es rentabler werden, Wohnungen zu bauen. Das sind unsere drei Strategien. Elas größter Wunsch ist trotzdem, dass der Tourismus wieder anläuft. In Pagera, westlich von Palma, passiert das ganz langsam. Oleg aus Baden-Württemberg ist für 2 Wochen hier. Er hat einen Pauschalurlaub mit seiner Familie gebucht und ist froh, dass er sich trotz Corona mal wieder für Mallorca entschieden hat. Man merkt auch, dass viel weniger Leute da sind. Aber gut, das hat für uns jetzt gerade auch Vorteile, gell, dass wir ein bisschen freier sind. Das Meer ist perfekt, Wasser ist gut, Sonne, was möchten wir mehr? Oleg würde sich wünschen, dass mehr Deutsche kommen und die Wirtschaft hier wieder ankurbeln. Doch für rund die Hälfte der Hotels lohnt es sich auch im August noch nicht wieder zu öffnen. Zurück in Palma. Qualitätstourismus, wie viele ihn sich wünschen, den gibt es bereits. Aber der ist teuer. Zum Beispiel das 5-Sterne-Hotel Palacio Ca. Zagalesa. Doch für Sonja Martho Marangues ist die Saison gelaufen. Ihr Luxushotel wird in diesem Jahr voraussichtlich gar nicht mehr öffnen. Nur 12 exklusive Doppelzimmer, rund 350 Euro die Nacht, in einem Stadtpalast aus dem 16. Jahrhundert mitten in der Altstadt. Verpflegt werden die Gäste mit mallorquinischen Lebensmitteln. Nachhaltigkeit statt Billigtourismus. Auch Sonja Martho sieht die Krise als Chance. Eine Gelegenheit, um zu lernen, zu wachsen und mit viel Freude und neuen Projekten wieder an den Start zu gehen. Also eine Chance, um vieles besser zu machen und vor allem, um nachzudenken. Diese Vollbremsung hat uns gut getan, glaube ich, um uns zu fragen, wohin sind wir gegangen und wohin wollen wir? Genau das ist die Frage, die man sich auf Mallorca seit Jahren stellt. Wie kann man es schaffen, den Tourismus so zu gestalten, dass er die Menschen, die auf der Insel leben, ernährt, ohne dass die Natur und das Ökosystem zerstört werden. Und wer kann nachhaltiges Reisen überhaupt bezahlen? Können da nur noch die Reichen auf Mallorca Urlaub machen? Die Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Aber die Krise bietet auch die Chance, neue Wege zu gehen. Damit Mallorca die Trauminsel bleiben kann.